Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch ganz kurz einen Überblick verschaffen zu den Schnellarbeitsstählen. Ein Schnellarbeitsstahl ist auch ein hochlegierter Stahl mit besonderen Eigenschaften, die normallegierte Stähle jetzt nicht haben und auch viele hochlegierte Stähle nicht aufweisen können. Die Kürzel für einen hochlegierten, also für einen Schnellarbeitsstahl ist HSS oder HS. HSS steht für High Speed Steel, entstammt dem Englischen. Die alte Bezeichnung, die man vielleicht in dem ein oder anderen Buch noch findet, ist das S, aber normalerweise nutzt man das HSS oder das HS. Welche Besonderheit hat ein Schnellarbeitsstahl gegenüber einem normal hochlegierten Stahl? Und zwar einmal die mögliche Schnittgeschwindigkeit, die ist nämlich viermal höher als jetzt bei einem vergleichbaren Stahl, und auch die Temperaturbeständigkeit in Bezug auf die Härte ist hier bis 600 Grad gewährleistet. Normale legierte Werkstoffe haben so eine Temperatur von ungefähr 200 Grad und ab diesem Zeitpunkt fängt die Härte an nachzulassen. Ja, was zeichnet diese Schnellarbeitsstähle noch aus? Besonders der hohe Legierungsanteil, der liegt nämlich bei bis zu 30%. Und die Legierungselemente, die hier berücksichtigt werden, sind Wolfram, Molybden, Vanadium und Kobalt. Ich habe hier auch schon das Kürzel zugeschrieben, LG1, LG2, LG3 und LG4. Chrom kommt auch dazu, wird aber nicht genannt, kann aber bis zu 4% in dem Werkstoff enthalten sein. Kommen wir nun zu der Kennzeichnung. Denn anders als bei den legierten Stählen ist diese hier nämlich festgelegt. Also fangen wir vorne an. Das HS ist das Kürzel für Schnellarbeitsstahl. Dann weiß ich als Betrachter schon direkt, okay, es ist Schnellarbeitsstahl. Und dann kommen die Angabe der Legierungsgehalte. Vorher hatten wir ja noch die Angabe der einzelnen Elemente, die hier eingehen, die chemischen Elemente. Die sind aber hier schon vorgegeben beim Schnellarbeitsstahl in der Reihenfolge. Also Wolfram, Molybden, Vanadium und Kobalt. Diese sind hier schon in der Reihenfolge vorgegeben. Deswegen haben wir auch keine absteigende Konzentrationsfolge, sondern einfach die Reihenfolge der hier vorgegebenen Elemente. Und da können dann dementsprechend auch die Konzentration höher, geringer sein. Also wir haben jetzt keine absteigende Konzentration mehr. Um uns das besser vorstellen zu können, hier mal ein einfaches Beispiel. Wir haben jetzt hier einen Werkstoff gegeben, HS10-7-6-8. Was sagt dieser Werkstoff aus? Das ist ein Schnellarbeitsstahl mit einem Gehalt von 10% Wolfram, 7% Molybden, 6% Vanadium und 8% Kobalt. Chrom könnte hier auch mit enthalten sein, bis zu 4%, wird aber nicht explizit genannt. Warum hat man überhaupt Schnellarbeitsstähle entwickelt? Und zwar zu den genannten Anforderungen und die Bereiche, in denen man Schnellarbeitsstähle einsetzt. Natürlich, das sind Bereiche, wo starke Geschwindigkeiten auftreten, wie beispielsweise bei Bohrern, bei Meißeln und bei Fräsen. Die sind ja einer hohen Belastung und Geschwindigkeit ausgesetzt. Dementsprechend verwendet man hier Schnellarbeitsstähle. So viel kurz und knapp zu Schnellarbeitsstählen und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Macht's gut!